Mr. Midnight, bitte einmal was dazu sagen? Oh, mein Liebling, sollten wir Edward vertrauen? Ich weiß nicht, Liebling. Tun wir einfach so, als ob. Damit er nicht denkt, dass wir Angst vor ihm haben, okay? Okay, Kätzchen, das kann ich tun. Schau, die fliegende Edward-Maschine. Was hältst du davon? Ganz okay, aber fliegt sie wirklich? Ja, mit diesem großartigen Stück Metall bringe ich dich nach Hause. Wir fliegen, sobald ich alles geregelt habe. Außerdem ist es noch nicht 2.35 Uhr auf der Uhr. Das klingt toll, aber was hat es mit 2.35 Uhr auf sich? Das verstehe ich nicht. Wenn die Zeit langsamer wird, haben wir die Chance, die Ultra-Realität zu betreten. In der Ultra-Realität können wir überall hinreisen. Jetzt stehen wir auf den endlosen Grenzen der zweiten Realität. Aber bist du ein Teil der dritten Realität? Verstehst du das? Ja, das verstehe ich. Klingt verrückt. Aber sollte ich nicht warten, bis du die Maschine repariert hast? Warten? Natürlich nicht! Du kannst mir helfen. Bring mir Wasser und Feuerbeeren, ja? Ich warte. Okay, irgendwas zu tun ist besser als nichts zu tun, denke ich. Super! Hier ist der unglaubliche, von Edward handgemachte Eimer für das Wasser. Der sieht ja cool aus. Und die Feuerbeeren. Du erkennst am Feuer, welche du pflücken musst. Okay, aber kann ich dich etwas fragen? Wofür brauchst du die Beeren und das Wasser? Nun, die Beeren geben einen tollen Treibstoff ab. Sie reichen für viele, viele Stunden. Und das Wasser brauche ich, um den Schmutz loszuwerden. Die K-Malz. Oh, K-Malz, verstehe. Ich hoffe, sie kommen nicht zur Flugmaschine. Man weiß es nicht. Aber wir wissen, dass sie kein Wasser mögen. Richtig? Oh, Schatz, ich hätte es fast vergessen. Deine Medizin, du brauchst sie. Einiges ist für dich immer noch unsichtbar, siehst du? Hier. Unsichtbar für mich? Verstehe, danke. Ich wollte vorhin die Pillen fangen, aber sie fingen mich zuerst. Oh, ja, übrigens, tut mir leid. Ich musste irgendwie deine Aufmerksamkeit bekommen. Schon okay, aber ich habe die Falle in einer Sekunde oder so besiegt. Wie auch immer, ich hole die Feuerbeeren und das Wasser. Bin gleich wieder da. Super, ich bereite die Maschine vor. Ein Vogel. Wow, ein mechanischer Vogel. Großartig. Ich frage mich, was dieser Hebel macht. Hoch und runter. Hast du die Feuerbeeren? Blablabla. Ja. Oh, mein Liebling. Ich hoffe wirklich, dass es die fliegende Maschine nach Hause bringt. Ich auch. Aber wenn sie kaputt geht, während wir fliegen, verletzen wir uns vielleicht. Stimmt, das ist gruselig. Bleiben wir ruhig. So etwas können wir nicht voraussehen. Oh,